Straton hat hier auch Zahlen gebracht, sehr, sehr gute Zahlen. Und das war ja eigentlich schon fast zu erwarten, als wir gesehen haben, dass es bei Daimler Truck gut läuft, als wir die Zahlen von VW gesehen haben, Traton ja hier auch eine VW-Tochter, war das schon fast zu erwarten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich die Aktie nicht in freudiger Erwartung vor den Zahlen hier ins Musterdepot genommen habe. Die Bewegung ist wirklich schön, hat gestern schon vor den Zahlen angefangen, setzt sich heute weiter fort. Umsatz ist um 30% gestiegen, von 30 Milliarden ungefähr auf etwas über 40 Milliarden. Ein bisschen mehr im Umsatz sogar, als die Analysten erwartet haben. Die hatten schon hohe Ziele, aber die sind noch ein bisschen übertroffen worden. Operative Marge mit 5,1% auch etwas besser als erwartet. Und das operative Ergebnis von 2,1 Milliarden in 2022 auch etwas besser als erwartet. So. Wir haben hier von Traton auch einen sehr guten Ausblick bekommen. Hier wird erwartet, dass man den Umsatz nochmal um 5 bis 15% steigern kann. Dementsprechend dann auch zu einem operativen Netto-Cashflow zwischen 1,3 und 1,8 Milliarden kommt. Und das ist wirklich eine schöne Zahl. Und da sind wir wieder in diesem Bereich. Ja, Cashflow ist im Moment halt einfach wichtig. Und das könnte jetzt dafür sorgen, dass wir kurstechnisch hier über diese letzten Hochs drüber laufen, ja, über diese 18-Euro-Marke rausgehen. Und dann haben wir hier unsere Bodenbildung. Ja, und dann ist unsere Bodenbildung eben folgendermaßen ausgestaltet. Das sehen wir immer mehr momentan in den Charts. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen dafür, dass wir wirklich auf dem breiten Markt hier anscheinend Richtung Bodenbildungsprozess übergehen, bei den Werten, die doch deutlicher abgestraft worden sind. Wenn die so ungefähr im gleichen Zeitfenster so nach und nach alle die Bodenbildungsformationen hier generieren. So, und wenn wir jetzt hier nochmal ganz grob schauen, bis wohin das Ganze dann gehen könnte. Wir sind hier bei 18 Euro, sind hier runtergelaufen, so bis 12 Euro, also 6 Euro on top. Und dann kommen wir hier in den Bereich um 24 Euro. Und siehe da, ja, das ist der Bereich, ne, hier so ein bisschen die letzten Tiefs, die letzten Hochs, die hier drin sind. Ja, das ist dieses Niveau hier um knapp 24 Euro, was charttechnisch auch sehr interessant ist und was sich auch einfach ja, aufdrängt quasi durch diese Höhe der Bodenbildungsformation inverse SKS-Formation. Ja, also gefällt mir gut. Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 5, also wirklich nicht teuer. Es gibt über 6% Dividende, wie ich finde, Traton hier eine schöne Variante, um ein Investment im Bereich LKWs zu haben.